Guten Morgen. Wir haben es hier noch relativ früh, machen uns gerade fertig. Und zwar, wie es vielleicht der eine oder andere schon mitbekommen hat auf Instagram, habe ich mir ein neues Spielzeug zugelegt. Und zwar das nagelneue Canyon Spectral 125. Wobei 125 für 125 mm im Heck steht. 140 mm an der Front mit bei mir einer Fox 36. Also ein Trailbike mit wenig Federweg. Und ich war das jetzt schon mal fahren, allerdings nicht auf meinen Home Trails, sodass ich keinen direkten Vergleich habe, wie es sich auf Trails fährt, die ich schon kenne. Wir waren in Koblenz unterwegs und bin da noch nie gefahren, kann das also nicht beurteilen. Darum geht es heute auf die Home Trails bei uns. Ich packe jetzt das Fahrrad ein, bring den Hund weg und dann sehen wir uns gleich, wenn wir losradeln. Nach den ersten paar Abfahrten ohne Kamera trampelten wir jetzt hoch auf den nächsten Berg. Hier merkt man deutlich, dass das Fahrrad sehr viel leichter ist als mein altes Enduro mit knapp 20 Kilo. Das wiegt jetzt mit Pedale um die 15 Kilo und auch der geringere Federweg und die größeren Laufräder machen hierbei doch einen deutlichen Unterschied aus. Aber auch auf dem Trails macht das Fahrrad einfach Spaß. Es geht super leicht in die Luft, ist sehr wendig, sehr verspielt, gibt aber einem auch noch genug Sicherheit in technischen, steilen und ruppigen Passagen. Den kurzen Federweg bemerkt man hierbei gar nicht. Einziges, womit ich mich noch anfangs schwer getan habe, ist die SLX-Scheibenbremse, da ich ansonsten nur Magura gefahren bin. Und dass doch ein deutlicher Unterschied ist, wie sich das Ganze handhaben lässt. Nach der Mittagspause ging es dann auf so eine kleine Flowline hier im Wald mit einem etwas längeren Double, schönen Anliegerkurven, kleinen Stepdown, Tables. Auch hier macht es einfach Spaß, mit dem Fahrrad zu fahren. Die Kurven einfach eine Wohltat, sich da reinzulegen. Und anschließend habe ich noch Tom über ein paar Doubles und ein kleines Roadgap gezogen, aber seht selbst. Gut. Dann fahre ich mal ganz entspannt in ein Tempo, wo man easy drüber kommt. Ganz witzig. Bei dem Double, der jetzt folgt, konnte ich deutlich merken, wie viel einfacher das Fahrrad in die Luft geht, da ich doch bestimmt mit derselben Geschwindigkeit bzw. ein bisschen langsamer, da ich Tom und André hinter mir hatte, viel weiter geflogen bin. Und das macht einfach Spaß, wie man auch hören kann. Genau so nicht. Hau raus! Gott, so schnell. So, ich meine, ich zeige jetzt einfach, wie das geht, Männer. Der Profi kommt jetzt. Also entweder das klappt jetzt oder ich schläg mich richtig aufs Maul, weil ich wegrutsche und nicht aus den Klicks komme. So macht man das. Was hast du anders gemacht? Ich versuche einfach schon da außen ein bisschen weiter rumzufahren, dass ich gerade da drauf bin. Damit ich direkt oben auf der geraden Fläche bin.
und laufen. Ja, okay. Hättest du einfach laufen lassen müssen. Ja. Aber dann weißt du jetzt. Also wir sind echt zu steil angefahren. Genau, lass laufen, lass laufen, lass laufen. Sehr geil. Okay. Das geht auch an. Das ist schon ein bisschen gruselig da. So, ja, das Laufen. Sogar mit Style darunter. Der untere Teil des Trails ist super steil. Sieht auf der GoPro natürlich wieder aus, als würden wir absolut in der Ebene rollen. Allerdings muss man genau wissen, wo man lang fährt und welche Rut einen auffängt, wenn man mal laufen lassen will. Aber trotzdem eine super spaßige Angelegenheit. Und auch hier hat das Fahrrad sich einfach super geschlagen. Es hat echt Spaß gemacht, darunter zu fahren. Und nachdem er sich an die Bremse gewöhnt hat, kommen wir auch damit immer besser zurecht. Aber nicht aus der Line raus. Einfach rollen lassen. Gott! Sehr geil. Komm auch raus. Das war ein bisschen unten fast quer gelegt. Ich muss zugeben, ich fand, heute hat der geilen Grip gehabt. Also, das ist an der Stelle, wo ich letztes Mal mit der Geschwindigkeit raus bin, gut gefangen. Sehr geil. Sehr gut. Diesmal war es besser, da waren die Eier nicht so im Weg. Zum Schluss sind wir dann noch das kleine Road Gap auf einem der Trails gesprungen und haben den Tag bei Sonnenschein ausklingen lassen.